Dann war die nächste Idee, Anton erblickt das Licht der Welt, ja, seine anderen 11 Freunde kennenzulernen. Es gibt ja noch andere 11 Töne. Ne? Es gibt ja nicht nur das Ass, sondern hat ja noch die Freunde A und G und Fis und A ist und so weiter und so weiter. Und da ist es auch völlig egal, was ich da tue. Also ich kann erstmal zum Beispiel irgendeinen anderen Ton nur spielen. Nehmen wir mal das F. Ja. Na, also die beiden lernen sich kennen. Es klingt jetzt nicht besonders fröhlich. Ja, macht aber nichts. Weil die könnten ja Freunde werden. Zum Beispiel so. Ja, wenn ich beide Töne zusammenspiele. Oder ich nehme wieder das Ass oder irgendeinen anderen Ton, ist völlig egal welchen. Und ich habe da immer eine Assoziation mit diesen beiden Tönen. Also zum Beispiel könnte ich machen. Ja, Feuerwehr. Krankenwagen, Polizei, was weiß ich. Muss man jetzt auch nicht unbedingt so negativ sehen. Oder man macht. Du nimmst einen ganz anderen Ton, nämlich den. Da hast du eigentlich schon Beethoven oder AC/DC. Ja. Zum Beispiel. Oder man nimmt eine ganz schräge Harmonie. Immer das Ass. Und einen anderen Ton. Und der lernt jetzt so langsam seine Freunde kennen. Und dann noch zwei andere Freunde. Oder die zwei. Das Ass hat zum Beispiel den. Oder